Freitagnachmittag. Ich fahre jetzt nach Ottawa. In der Sonne ist es gerade so wie in Osoyoos. Man hält es nicht aus. Und jetzt höre ich ein bisschen Musik und tue es einfach mal so eine Stunde geradeaus. Entspanntes Fahren. Ich fahre mit 82 auf dem Highway. Hinter mir ist eine Schlange, aber vor mir ist auch eine Schlange. Finde ich super. Ich wollte mich hier eh nicht mit 95 langheizen. So kann ich ein bisschen rausgucken, Musik hören und keiner ist sauer auf mich. Um 19.20 Uhr, ich stehe jetzt schon seit einer Stunde oder so hier, habe was gegessen, Tee getrunken, ein Buch gelesen. Hinter mir brettern die Autos vorbei und um mich schweren die Mücken herum. Ich stehe nicht ohne Grund hier, da hinten ist ein Campingplatz irgendwo, also ich weiß wo. Und da ist ein Wanderweg, ich versuche mich jetzt irgendwie durch die Büsche auf diesen Campingplatz durchzuschlagen. Bevor es dunkel wird, würde ich es gerne erledigt haben. Ich meine, im schlimmsten Fall gehe ich im Dunkeln hier Straße runter. 200 Meter rechts rein. Wäre geil, wenn ich hier einen schnellen Weg finde. Zack, duschen, dann zu Walmart auf dem Parkplatz, damit ich morgen in aller Frühe mich auf den Weg machen kann in die Innenstadt und mir die Hauptstadt angucken kann. Ich freue mich drauf. So, der Weg stimmte schon mal. Ich bin jetzt hier am Rande vom Campground. Der ist noch ein bisschen größer auf der anderen Seite. Und wieder mitten ohne Ende. Mal gucken, wo jetzt das Duschhaus ist. Gar nicht so einfach hier was zu sehen. Es ist langsam dunkel und ich sehe überhaupt nichts mehr. Ich weiß ungefähr, wo ich lang muss. Ich gehe durch den Busch durch, zack, erstes Klohaus war zu, zweites war offen, eine Dusche, ich habe mich echt beeilt. Ich muss ja zusehen, wie ich hier wieder rauskomme. Wäre genial, wenn ich in 10 Minuten im Auto sitze, dann both thumbs up und wieder einmal geschafft. Nicht. So weit sind wir leider noch nicht. Oh Gott. Aber draußen ist dunkel und Dunkelheit ist bei solchen Missionen mal wieder mein Freund und Helfer. Keiner denkt, dass ich hier nur zum Duschen bin. Ich bin einfach durch den zweiten Weg wieder zurückgelatscht. Jetzt an der Straße die 300-400 Meter wieder zu meinem Auto. Und dann hat es mal wieder geklappt. Oh Gott, ist immer noch so warm. Das müsste jetzt 20 Uhr sein. Und das ist immer noch so warm. Ist das ein Waschbär oder was ist das? Gibt es hier Waschbären? Auf jeden Fall irgendwie so ein kleines Tier, das da rumgenabbelt. Guli, guli, guli. I don't know. Aber knuffig. So, bin jetzt beim zweiten Walmart Supercenter. Der erste war mir ein bisschen zu unheimlich, da wollte ich nicht schlafen. Beim zweiten ist alles gut. Hier stehen noch ein paar andere Camper. Ein Autofokus. Ich glaube, ich spinne, ey. So, alles gut. Geh wieder ins Bett. Samstagmorgen, 7:30 bei Walmart in Ottawa. Es ist angenehm warm und ich gehe jetzt mich kurz frisch machen, werde frühstücken und düst dann ab. Ich will um 8:45 schon beim Parlament sein, weil ich da eine Tour mitmachen möchte. Oh Gott. Aufwachen bei Walmart auf dem Parkplatz, I don't believe it, ey. Oh Gott. Aber man gewöhnt sich dran. Kostenfreien Parkhaus, natürlich nur am Wochenende und das ist irgendwie schon alles gut belegt. Naja, ich guck mal ein bisschen rum. Pass auf, dass ich hier nirgendwo gegen batschel. Ah, come on. Ich habe einen Parkplatz gefunden, da vorne ist das Parlament und ich hole mir jetzt ein Ticket. So, musste eine halbe Stunde anstehen da vorne, hat sich aber gelohnt. Ich habe ein Ticket, Tour geht in... Ich glaube, nach Viertelstunde oder so los. Ich muss jetzt noch durch Security durchgehen und dann. Elected, they are appointed.
So that is also why we have much less seats here than in the House of Commons, because they don't grow, the number of seats don't grow as the population grows. Interessant, ich war oben auf dem Tower und jetzt wird es hier drin auch langsam warm. Ich bin gespannt, wie es draußen wird. Ich glaube, ich brauche jetzt mal einen Tee oder einen Kaffee und ein bisschen was zu essen. Benötige jetzt allerdings einen Kaffee. Bin jetzt seit Stunden hier rumgelatscht, ist jetzt 14 Uhr und langsam werde ich müde. Putain, il fait chaud ici à Ottawa. Ich hatte immer noch keinen Kaffee. Oh. Ich bin mit Sicherheit die erste Person in der Geschichte der sich im Auto einen Kaffee gekocht hat und eine Avocado gegessen hat. Warum? Because I can. Wenn ich mal irgendwann alt bin und keine Zähne habe, werde ich mich hauptsächlich von so einem Zeug ernähren. Günstig und organic. Was will man mehr? Putin. Die zweite Nacht bei Walmart auf dem Parkplatz verbracht.
Tick länger geschlafen, bis 8 diesmal. Gleich geht's zur National Library und dann heute Abend hau ich wieder hier ab. Ja, das ist auch blöd. Parkhaus ist voll, weil da so ein Run ist, irgendein Marathon oder so. Ich fahre jetzt mal auf die andere Seite der Stadt, nach Gatineau, guck, ob ich da parken kann. Ansonsten Museum, nicht für heute. Ja, ich muss jetzt erstmal aus diesem Großstadtgewusel wieder rauskommen. Jede zweite Straße ist gesperrt, überall steht Polizei. Und es laufen Männer und Frauen mit Nummern auf dem Rücken durch die Gegend. Kommst du ja nicht raus aus der Innenstadt, ey.